So, hallihallo Lülle, neue Folge Star Wars Outlaws. Also, letzte Folge ist Folgendes passiert. Ich habe den Code-Knacker-Chip an mich gebracht und ich habe dann gesagt, ich versuche mal hier diesen dubiosen Händler in Mirogana zu finden, ne, hier auf dem Markt. Das ist gar nicht so einfach war für mich, bin ich ganz ehrlich. Und als ich es geschafft habe, wenn ihr übrigens wissen wollt, wie es geht, guckt euch die letzte Folge an. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht mit diesen netten Typen, weil das scheint der zu sein, den ich schon mal aufgesucht habe, aber wo ich keinen Zugang hatte. Hey, ich suche nach Lalini. Und wer bist du? Eine Freundin von Arlo. Arlo lernt in letzter Zeit echt viele Leute kennen. Folge mir. Information geklärt. Schwarzmarkthändler. So, jetzt bin ich gespannt. Ich vermute mal auch ganz stark, ich habe eh kein Geld. Oder na nicht gut, genug für ihn. Sieh dich um. So. Also, jeder gewährt einen Adrenalinschub besiegter Gegner regeneriert. Jeder während eines Adrenalinschubs besiegte Gegner regeneriert deine Gesundheit. Aha. So, beliebte Legierung, die für viele Verbesserungen verwendet wird. Überall in der Galaxie zu finden. Kann bei Händlern und Überlebenden. Durastall. Bringt das was? Also was, ich mach das einfach mal. Was soll schon schief gehen? Für den Preis? So, dann habe ich das hier gesehen übrigens. Ebelorische Überlebenskünstlerhose. Der durch Explosionen erlittene Schaden in der Hose. Beim Rollen oder beim Rutschen wird enorm reduziert. Alter, ich habe gleich kein Geld mehr, wenn ich das mache. Aber genau das ist das Ding. Hier steht beim Rollen oder beim Rutschen. Wird enorm reduziert. So, dann haben wir hier starke Legierung. Rückerstattung. Aha, gib dir Chips zurück, wenn du an die Steuer verloren hast, sodass du länger durchhältst. Komm, wir machen das mal einfach mal. Information. Wie gesagt, die Hose hätte ich schon Bock und auch den Gürtel, aber Alter, die Preise dafür. Nee. Was kann ich Ihnen eigentlich geben? Welche Daten? Menge auswählen im Besitz 1. Case Roof ist dann wieder gut. Oder besser? Also gut, so gesehen. Was können wir an ihn eigentlich verkaufen? So. Ich weiß nicht, ob man das hier so machen sollte. Weißt du was, komm. Die Halsketten bringen ja ordentlich mal Geld, wa? Antikes Armband. Eine gefälschte und unbrauchbare, die mit der sich Betrüger
Komm, wir verkaufen einfach. Koraxring. Gewöhnliches Gewebe, das für viele Verbesserungen. Nee, das brauchen wir nicht. Ah ja, Verhörungstunnel. Gefälschte ID-Chips. Dieser Gegenstand kann auch. So. So, das lassen wir. Und dann kann ich also nur die oberen da verkaufen. Okay. Oh, auf einmal haben wir wieder richtig Geld, ne? Dieser Gegenstand kann man... Oh, ja, das stimmt. Ja, komm, wir kaufen ihn zurück. Ich habe jetzt leider nicht drauf geachtet. Das war jetzt ein kleiner Fail, das gebe ich zu. Ich habe übrigens Bock auf die Hose, ne? Amagar. Der durch Explosion erlittene Schaden in die Hocke beim Rollen... Der durch... Nochmal, der durch Explosionen erlittene Schaden in der Hocke beim Rollen und Rutschen. Das heißt, das Ding bringt mir nur noch bei Explosionen was. Dann lasse ich das mal lieber. So, mein Crimson Dornruf wurde auch wieder verbessert. Okay. Wo geht es eigentlich hier lang? War ich auch schon. Lass dich nicht erwischen, genau. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da sollte. So, das heißt, wir haben jetzt Zugang auch zum Schwarzmarkt. Nee, gerade nicht, ehrlich gesagt, mein Freundchen. Jo, dann können wir ins Journal gehen. Und jetzt haben wir nämlich... spezielles Schneidergewehr. Okay, dann die Bergamo. Gestohlene Impale Imperial. So, die waren wohl in der Nähe der Berge südlich einer imperialen... Ja, pass mal auf, mit anderen Worten. So, imperiale... Hier. Yeah. Da. Galaktisches Imperium. Landeplattform. Ne, also das war hier die Festung. Und irgendwo im Süden. Das könnte jetzt auch natürlich hier sein, ne? Oh, wie ich das hasse, Leute. Die Waren wurden in der Nähe der Berge südlich einer imperialen Einrichtung versteckt. In der Nähe der Berge südlich einer... In der Nähe. So, gucken wir auf der Karte. Wo müssen wir hin? Schnellreise. Dann gehen wir dahin. Und dann hole ich mir jetzt mal diese Jacke. Diese Schicht vorbei ist. Zurück an die Arbeit, bevor es jemandem auffällt. Ich sollte mich bald mal melden. Ich wollte gerade sagen, die sagen eigentlich gar nichts, ne? Guck mal gerade ganz kurz rein. Wozu brauchte ich nochmal dieses komische Getriebe? Warte mal ganz kurz.
gut. Das war doch, glaube ich, hier, ne? Verwässerung bereit. Besuche zur Installation einen Schiffsmechaniker. Deflektorschild kann ich bauen. Mhm. Heuristischer Prozessor nennt sich das, was ich brauche. Heuristischer Prozessor. Jetzt kriege ich doch das richtig. Nicht das Duraschall? Getriebe. Bringt also nichts. Okay. Ich sehe, ich hätte wahrscheinlich noch mal. Hast du was, Kleiner? Wie lange muss ich mich damit noch rumschlagen? Wir fangen hoffentlich. Siehst du was? Wo muss ich denn hin? Wo ist meine Verstärkung? Auf geht's. So, die beiden habe ich jetzt ausgeschaltet. Und jetzt. Irgendwo muss ich hier so eine Jacke finden. Das hält mich jetzt gerade hier ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich diese Orte suche ich auf und gehe da noch ein zweites Mal hin, wegen irgendeiner anderen Geschichte. Und das ist nicht böse gemeint im Grunde, aber das hat man gefühlt auch beim oder was? Als Kopfgeldjägerin war ich besser dran. Ich muss mein Blaster aufrüsten. Ich bin. Hm? Was? Die Pikes sind ein Witz. Sie kommen in unsere Richtung! Okay, die greifen an. Die greifen an. Ja. Strenge hält an. Ja. Wie haben die das denn mitgekriegt, bitteschön? So.
speichern wir jetzt die Sachen da. Das erinnert mich gerade. Jetzt haben wir die Grobian-Jacke. Sehr schön, gut. Muss reichen. Die Fragen, die ich mir jetzt natürlich stelle. Ob das reicht. Ich wollte sagen, hä, warum denn das? Achso, es hat gerade gedauert. Ach nee, die. Ich wollte gerade sagen, wie gut ich die Tür nicht auf. Das ist natürlich mein Ruf gerade runtergegangen. Das ist natürlich gar nicht gut. Probleme? Hat sie echt das gerade gesagt? Erledigen wir sie! Na los, Nix! Weg. Geschafft, Nix. Alter, ich krieg das irgendwie nicht hin. So. So, Inventar. Was haben wir denn hier? Wettgegenstände. Schon wieder Sachen, genau. Das heißt, ich kann jetzt übrigens auch mein Schiffle auf. So. So. Erhöht die Magazingröße von erbeuteten Waffen. So. Dann war doch hier. Können wir jetzt ja scheinbar mehr Sachen mitnehmen. Alter, es gibt so viel zu tun, ne? Also, wenn ich zu hören kriege, ne? Oder Leser, ne? Dass angeblich in unter 20 Stunden man die Story durchspielen kann, ne? Und ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon damit bei bin, ne? Und ich habe noch nicht mal den Planeten verlassen. Dann weiß ich nicht, ob ich was falsch mache oder ob das einfach nur so ist. Ja, so. Ein Hinweis von den er in der Garderobe vom Bahnbrecher hinterlassen hat, weiß auf hochwertige Ausstattung im Territorium eines Unikats hin. Auf Karte anzeigen. Ich kann. Da. Oh, ich glaube, das Pike ist übrigens nicht gut, auf uns zu sprechen. Waren das nicht die, die uns nicht mögen? Alter, ich kann dieses Ding nicht fahren.
nix. Jetzt kein Nux. Ist hier jemand? Wie hören wir denn? Jetzt habe ich natürlich das Problem. Oh Gott, da ist auch noch einer. Der läuft der Wache. Warum habe ich mir jetzt gerade das ausgesucht? Hast du was, Kleiner? Das hat schon mal geklappt. Aber das war hier dumm. Ich glaube mit dem Pike. Oh Gott. Ernsthaft? Oh Gott, ich bin am Überlegen, ob ich das jetzt... Ich glaube, ich verfolge das nicht weiter. Ich glaube, ich hau ab. Halt dich fest, nix. Ich glaube, ich hau hier ab. Ich glaube, ich versuche mal meine Verbindung, meine Dings zu verbessern. Meine Verbindung zu denen, weil vielleicht wird es dann einfacher, ne? Gehen wir mal kurz in den Ruf, ne? So, gute Geschäfte, Willkommensgeschenk. Auftragsvermittlerin, ne? Und Händler. Zwei Händler verfügbar, zwei Gelegenheiten. Eine Gelegenheit, ein Händler verfügbar. Cantinas. Händler 5 für Berikero. Kauft Ausrüstung für tapfere Abenteuer. Normale Verkaufsgestände. Hat verschiedene Waren im Angebot, aber vor allen Dingen Verbrauchsgegenstände. Ist das der? Dann würde ich sagen, Schnellreise. Ich versuch's einfach mal. Wir müssen da irgendwie die Verbindung zu denen deutlich verbessern, würde ich sagen. Das geht so nicht weiter hier mit denen. Die wird ja mal schlechter, meine Verbindung. Sorry, wie ich das so sage, ne? Ich habe diese K-Bess so satt. Wenden Sie sich mit allen Fragen gern an mich. So. So, was haben wir hier? Roduma-Leder und Polycarbonat. Das brauchen wir alles, ne? Hey, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dürftig. Menü öffnen. So. Belohnung. Benötigter Ruf ist gut. So, Auftragsvermittlung. Wir müssen irgendwie in der Kantine Händler finden.
Funktioniert das nicht, oder was? Das kenne ich wieder ab, ne? Belohnung. Transportkiste, Box an Ding. So benutzt aussehen. Ach so, okay. So, da wollte ich hin. Dann wollte ich Auftragsermittlung. Dann wollte ich hier. Das heißt, ich muss. Schauen Sie sich doch mal um. Irgendwie da lang. Das sind echt irgendwie Verbindungen. Vielleicht kriegen wir das noch auf gut. Weil wenn das gut ist, vielleicht, dann haben wir Glück, dass wir da vielleicht rein können. Ohne dass die uns den Arsch aufreißen auf gut Deutsch. Hey, Sie da mit dem süßen kleinen. Wonach suchen wir denn heute? Eisentuch. Diebesgürtel. Heimliche Nische generieren deine Gesundheit. Alter, sind das Preise, ne? Mal den. Oh Gott, Alter. Wir sehen uns. Machen Sie es gut. Gepanzertes Unterhemd bereit zum Freischalten. Fähigkeit freischalten. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. So. Freischalten. Besiege Gegner, die unter dem Einfluss von Beschwatzen stehen mit dem Betäubungsschuss. Okay. Du kannst hier so viel machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles hier überhaupt jemals schaffen werde. Ja. So. Pike-Syndikat. Die sind nicht gut auf mich zu sprechen. Das Torianische Wilden hat ein Nest aus. Gabelung. Ausrüstung gelassen in der Gabelung. Ist das da oder was? So, wo sind die Waren? Dann würde ich mal sagen, dahin, ne? Können wir eigentlich. Wieso kann ich eigentlich keine Schnellreise hierhin machen? Das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich mache zum Beispiel einen Ort hier rein, ne? Dann könnte ich jetzt sagen, hier gucke mal. Und hier, ne? Da, hier kann ich irgendwas machen. Ah, und hier steht Schnellreise, aber ich kann die Schnellreise irgendwie nicht machen. Shit. Das war natürlich jetzt taktisch komplett für ein Popo. Denn. Ich muss dahin. Und dann kommen wir darauf. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg. Hab ich nicht gesehen, du warst im Weg. Alter. Ich weiß nicht warum. Aber ein wenig hat das auch gerade geruckelt. Also das kenne ich gar nicht momentan. Keine Ahnung, was das ist gerade. Egal, nicht drüber nachdenken, keine Sorgen machen. Bringt eh nichts. Es ist das Game.
Ich finde das eh schade, dass das Game so viel Hass, also Entschuldigung, wenn ich so ausdrücke, aber so viel Hass im Internet abbekommt, weil das ist eigentlich echt gut. Wenn man dann liest, die Aktie von Ubisoft ist gefallen nach dem Release und so, weil angeblich das nicht so toll ist, wie die Leute gedacht haben. Und die, ich sag mal so, was ich sonst so mitkriege, ist so von wegen, die Leute feiern das eigentlich sogar alles. Da blicke ich ehrlich gesagt dann nicht mehr durch, was eigentlich die heutzutage noch die Erwartungen für sowas sind. So, ich mache mir jetzt mal auf den Weg hier hin. Und bin gespannt, was mich dann hier gleich erwartet. Und falls ihr das ausschreibt, dann verpasst auf jeden Fall die Folge. Bis zum nächsten Mal.